Chris McSorley, wie man ihn kennt. Immer ein bisschen unter Strom und vielfach unzufrieden mit den Schiedsrichtern oder den eigenen Spielern. Am Dienstagabend hat der Genfer Trainer gerade in der Anfangsphase alle Grund, kritisch zu sein. Die erste Akzenta setzt nämlich der unterklassige Heimclub. Als erstes der Dan Kissel, der seine Penalty in der 5. Minute kaltblütig verwartet. Und Fisch besetzt noch, bleibt aufsassig. Das 2:0 von Valenza ist ein gutes Beispiel dafür. Der Aussenseiter ist auf dem Weg zur Überraschung. Wir haben gewusst, also es wird kein Spass da. Fisch ist immer eine Mannschaft, die gut spielt, die seit Jahren einfach in der Nazi gut spielt. Und vor allem die Hause sind eine Mannschaft, die hartnäckig sind. Und ja, sind, ich als Waliser kenne die Oberwaliser und die Mentalität. Und heute haben wir das nochmal gesehen. Schweizer Cup. Das ist gerade in der ersten Runde auch immer das Spiel David gegen Goliath. Beim Unterklassigen muss alles aufgehen, für eine echte Chance zu haben. Im Fall von JC Fischb geht der Captain mit gutem Beispiel voran. Er kämpft sich trotz der Blessur aus dem ersten Meisterschaftsspiel durch. Ich glaube, es gehört dazu, es war Cup. Mollis, das ist eine Geschichte. Und bis mal auf die Zähne und geht durch. Ab dem zweiten Drittel kommt die Genfer mehr und mehr auf. Das bedeutet keine Arbeit für den Fischber Goalie. Und in Angriffen und Abschluss von einem National League Team ist deutlich mehr Qualität, als das in der Reto Lori von der Meisterschaft gewöhnt ist. Ja, man muss sicher schneller oben parat sein, muss vielleicht schneller verschieben. Und dann einfach geduldig sein, nicht irgendwie nervös sein, Schieben suchen auf der blauen Linie. Probieren, weit vorne zu sein und die so breit wie möglich zu machen. Am Schluss setzt sich dadurch die höherklassige Mannschaft durch. Der Ausgleich kassieren die Fischber erst anfangs vom letzten Drittel. Unglücklich für den Reto Lori, der das dritte und entscheidend Gegengoal. Das 4:2 für die Genfer ins Leergoal ist dann nur noch Resultat Kosmetik. Fischb biest am Ende dafür, dass man im Startdrittel nicht deutlicher in Führung ist gegangen. Und dann im zweiten Drittel kam es viel aggressiver gekommen und haben ein bisschen Mühe gehabt in der Defensivzone. Und während dem Spiel ist der Center ausgefallen. Das haben wir sicher gemerkt, dass wir uns umstellen. Und bei so engen Matchen brauchen wir halt einfach jeden Spieler an Bord. Ja, ich glaube, allgemein einfach die Effizienz. Es waren weniger Chancen gekommen, wie wir. Und haben sicher mehr daraus gemacht. Und keine gute Chance im ersten Drittel. Müssen wir eigentlich auch machen. Aber ja, ich habe noch gespart für am Samstag. Dann geht es für den JC Fisch bei der Meisterschaft mit einem Auswärtsspiel beim HC Aschua weiter. Das Kapitel Schweizer Cup hingegen ist für diese Saison trotz der guten Leistung abgeschlossen.